Guten Morgen zu den Märkten am Morgen. So richtig vieles in Asien nicht passiert. Schauen wir uns gleich mal die Daten an und das, was bisher passiert ist. Da hätten wir als erstes mal die Einzelhandelsumsätze aus Australien. Die sind leicht zurückgegangen. Das war eine ziemliche Enttäuschung, dafür ziemlich überraschend. Der BRC Einzelhandelsmonitor aus Großbritannien 5,6% nach oben. An den Börsen in Asien ist nicht allzu viel passiert. In Sydney, in Australien minus 0,5%. In Seoul freut man sich scheinbar auf die Präsidentschaftswahl, die heute stattfindet. Da wird der Nachfolger für die aus dem Amt vertriebene Präsidentin Park gesucht. Fangen wir mal mit heute einer Aktie an, nämlich mit Apple. Die haben Medienberichte gestern getrieben aus China, dass das neue iPhone nämlich doch wie geplant ausgeliefert werden kann. Außerdem hat Warren Buffett die Apple-Beteiligung im ersten Quartal verdoppelt. Das hat die Aktie gestern auf neue Rekordhochs über 153 Dollar getrieben. Am Ende ein Plus von 2,7%. Was ist dann in der Nacht passiert? Der Ölpreis ist seitwärts auch gelaufen. Also es ist nicht viel passiert heute Nacht, ganz einfach. Das muss man mal so sehen. Wir bleiben hier unter der 47,10. Der blaue Tenkan hat den Kijun gekreuzt nach Norden. Steht hier doch eine kleine Erholungsrallye vielleicht bevor. Schauen wir ganz einfach mal, was der Tag bringt. Weiter unter Druck bleibt der australische Dollar. Der ist jetzt endgültig unter die 0,7380 gefallen und auf dem Weg zur 0,7340 und könnte dann, wie gesagt, das Ziel 0,7280 erstmal anlaufen, da dieser untere Bogen des Ichimokus, diese grüne Linie, das könnte das Ziel vielleicht sein. Eventuell geht es aber ja auch noch weiter, dann unter die 0,72. Im Euro-US-Dollar leichte Erholung in der Nacht, nicht gravierend. Wir bleiben unter der 1,0950, die jetzt Widerstand bildet, auch durch die untere Wolkenkante. Im S&P 500 hat es auch keine Bewegung gegeben. Welch Wunder, wenn es fast keine Bewegung gegeben hat. Schön seitwärts, knapp über der Wolke. Wir bleiben hier erstmal unter der 2400 und dem ehemaligen Allzeithoch, muss man ja sagen, denn im Future haben wir ja ein neues Allzeithoch gebildet bei 2407. Ja, und der DAX, der wird ein paar Pünktchen tiefer reinkommen, so bei 12.695 könnte das eventuell werden oder 12.698. Der Tenkan zurzeit unter dem Kijun, das sieht jetzt nicht so schön aus. Wichtige Unterstützung, die erste sicherlich 12.600 und dann, wie gestern schon thematisiert, vor allem auch die 12.400. Die Aufsichtsbehörde, die Finanzaufsichtsbehörde in Deutschland, die BaFin, hat gestern den CFD-Handel beschränkt. Produkte mit Nachschusspflicht dürfen an Privatkunden demzufolge nicht mehr angeboten werden. Es ist die erste Produktintervention der BaFin überhaupt und sie soll dem Verbraucherschutz dienen. Aktuell gäbe es ein unkalkulierbares Verlustrisiko für Privatanleger, das weit über den Kapitaleinsatz bis hin zum gesamten Vermögensverlust gehen kann. Das findet die BaFin ist für Privatanleger nicht okay. Und die Anbieter von solchen CFD-Produkten haben jetzt 3 Monate Zeit, ihr Angebot zu korrigieren. Einige Broker haben auch schon Produkte ohne Nachschusspflicht. Darauf sollte man also als Anleger mal achten, ob sein Broker eine Nachschusspflicht hat oder nicht. Wenn er eine hat, dann muss er es auf alle Fälle in den nächsten 3 Monaten ändern. Daten gibt es heute auch jede Menge und zwar erst einmal vor 8 Uhr schon mehrere deutsche Unternehmen, die ihre Quartalszahlen liefern. Vorab gab es schon aus der Commerzbank, dass es gute Zahlen geben soll und von E.ON soll es ein enttäuschendes Quartal geben. Ansonsten Fraport, K&S, Deutz, Münchner Rück und noch ein paar andere, Zalando um 8 auch noch. Um 8 dann auch die Industrieproduktion aus Deutschland, sicherlich ziemlich spannend. Am Abend oder am Nachmittag dann der Jobs Report aus den USA, sicherlich ein Highlight, also die offenen Stellen aus den USA. Und dann berichtet unter anderem am Abend noch Walt Disney. FED-Mitglieder sprechen auch, Neil Kashkari und Robert Kaplan sind dabei. Am Abend dann auch noch der API
Ölbericht. Da spätestens sollte ja auch das Rohöl wieder sich bewegen. Von mir gibt es heute über den Tag nicht so viel. Ich bin wieder mal unterwegs. Am Abend aber gibt es eine Sendung, wird voraussichtlich aber erst nach 20 Uhr erscheinen. In diesem Sinne, fröhlichen Handel.